So, hallo, willkommen und zurück zu The Second Draft. Ich musste jetzt leider die Aufnahme, die vorherige, also eine Aufnahme wegschmeißen hier und musste jetzt praktisch das kleine Stückchen, was ich gerade in der anderen Aufnahme gespielt habe, nochmal machen. Also ich bin nicht mehr ganz so blind, aber das ist ja nur ein kleines Stück, also ich denke mal, da kann man mal hier drüber hinwegsehen. So, gut, ja. Steigen wir mal wieder ein. Truhe, Kommode. Audrey! Mutter! Wo bist du denn schon wieder? Hinter dir, mit dem Messer in der Hand. Gott, komische Frau. Die Queen. Genau, die Queen. Wenn ich die Queen nochmal sehe. Oh Gott, oh Gott. Der Butler, das Fernrohr. Eingangshalle. Noch ein wenig hilflos, rätsellos, ahnungslos und planlos. Gehen wir mal zur Galerie. Galerie in den Saloon. Huch. Da steht sie. Audrey. Gut, dass er das schon weiß, dass das Audrey ist. Na gut, war davon auszugehen, aber... Sehr hübsch. Aber irgendwie macht die junge Dame einen ziemlich nervösen Eindruck auf mich. Ja, sehr hübsch. Könnt mir auf den Knochen, vor allem vertragen. Anfassen? Wir sollten uns mal wirklich ernsthaft unterhalten. Genau, lass uns ein Gespräch hier über Bienchen und Blümchen führen. Guten Abend, Miss... Audrey. Audrey Everton ist mein Name, Mr. Ice. Jeder kennt ihn. Er ist ein bunter Hund hier. Sie kennen mich? Meine Mutter hat mir von Ihnen erzählt. Kann ja nichts Gutes gewesen sein. Bei der Mutter? Dann halten Sie mich ebenfalls für einen Erbschleicher? Nein, Mr. Ice. Seien Sie unbesorgt. Meine Mutter ist ein schwieriger Mensch. Ihr Auftreten und die von ihr an den Tag gelegte theatralische Art können zuweilen sehr anstrengend sein. Eigentlich bin ich froh, dass wir nicht in diesem Gemäuer wohnen müssen. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich unwohl. Ich lebe lieber in unserer Wohnung in London. Außerdem hat mein Onkel uns ja ein kleines Legat hinterlassen, von dem wir recht gut leben können. In einem alten Gemäuer, wo die Leute abkratzen wie die Fliegen, würde ich mich auch unwohl fühlen. Geschweige denn wohnen würde ich da auch nicht wollen. Was wissen Sie über den Tod Ihres Onkels, Miss Everton? Es tut mir leid, Mr. Ice, aber darüber kann ich jetzt nicht sprechen. Es ist alles noch zu frisch, verstehen Sie? Ja, lass mal eine Runde liegen und gammeln, passt schon. Haben Sie von dem Mord an Mr. Pendergast gehört? Schrecklich, nicht wahr? Ich bin froh, wenn ich wieder zurück in London bin. Wäre ich auch. Wie gut kennen Sie den Butler? Wilkins? Schon mein ganzes Leben lang. Der ist schon hier, solange ich zurückdenken kann. Netter alter Mann. Boah, geht. Noch ist er nicht mit dem Messer auf uns los. Bis später, Miss Everton. Auf Wiedersehen, Mr. Ice. Ice, Baby. Nein, ich mach das jetzt nicht. Das ist Audrey, die Tochter von Lady Agatha. Richtig. Ganz verdächtig hin und her geguckt. Ich hab's genau gesehen. Dam, dam, da. Ey. Das ist nicht möglich. Ich hab auch noch nie eine Schallplatte mit sich selbst benutzt. Aha, ein Grammophon. Ah, ein Grammophon. Schallplatte. Auf Grammophon. Es wird so. Die Musik gefällt mir. Er macht uns den Robot. Weil die Musik ist zu geil. Oh, zum Glück ist es vorbei und die Schallplatte ist weg. Also wir werden das Lied höchstwahrscheinlich nicht nochmal hören. Oder? Warte mal. Geht das nochmal? Bitte nicht. Es gilt tatsächlich nochmal. Ich
Oh mein Gott. Er ist die tierste Einmann-Party. Nichts wie raus. Komm, ich mach's nochmal. Nein, mach ich nicht. Keine Angst. So. Was kann? Nee. Ja, ist ja gut. Ist ja keine Tür. Ist ja einfach nur so ein Dingens. Auf in die Küche. Auf in den Hinterhof. An der Küche vorbei. Kompost. Zweimal die Woche. Das riecht aber verdammt streng. Scheint so eine Art Kompost zu sein. Vor allem eine Art Kompost. Gibt es mehrere Arten Kompost? Jeder gute Gärtner macht in irgendeine Ecke seines Gartens einen Haufen. Tut mir leid für einen anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber. Über diesen Schacht werden wohl die Kohlen in den Keller transportiert. Bin mal gespannt, wer das kennt. Ist wahrscheinlich allzu viele. Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Lass mich doch das probieren. Geht auch ablecken? Scheint schon zu sein. Mal runterrufen. Ruf mal runter. Gucken, vielleicht ist irgendjemand eingesperrt. Na gut, wenn wir nicht die Kohlerutsche runter können, dann müssen wir halt die Treppe nehmen. Oh, Fenster. Von hier kann ich in den Innenhof sehen. Der muss gute Augen haben, also ich sehe ein schwarzes Viereck. Über die Holzrutsche kommen die Kohlen hier in den Keller. Die Holzrutsche? Entweder habe ich was auf der Augen oder er. Sieht eher aus wie Metall, aber naja. Eine große Schaufel, mit der die Kohlen in den Ofen geschickt werden. Nimm mit. Sicher, in meiner Tasche ist bestimmt noch Platz. Ja, drei Plätze mindestens noch. Ja, denn nicht. Dann nehmen wir jetzt ein Stück Kohle. Das stammt aus dem Heizungskeller des Schlosses. Richtig. Richtig. Ofen. Das ist augenscheinlich die Heizungsanlage des Schlosses. Ein bisschen mickrig für so ein großes Schloss. Muss ich mal so feststellen. Wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Ja, wieso auch nicht? Hast ein Stück Kohle, da ist ein Ofen, schmeiß die Kohle in den Ofen. Vielleicht wird es dann warm oben. Oh, dieses Menü. In dem Eimer scheint die Asche aufgefangen zu werden. Fangen die Asche. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir mal ein Stück Asche oder so. Der wird für die Heizung gebraucht. Der hat doch nicht im Augenblick. Nimm mit. Der wird für die Heizung gebraucht. Ja, dann bleibt er halt hier. Was haben wir hier? Verschlossen. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Das ist eine Eisentür. Kleb hier mal einen Knopf hin, drück drauf und dann kannst du durchgehen. Hat der Typ noch nie Minecraft gespielt? Naja, gut, verschwinden wir erstmal wieder in den Hinterhof. Da unten gibt es jetzt erstmal nicht allzu viel zu tun. Oh, guck mal da, eine Mauer. Die Ziegelmauer umschließt den ganzen Innenhof. Deswegen nennt man das ja auch Innenhof, weil der Hof umschlossen ist. Ja gut, normalerweise von Gebäuden, aber ich weiß nicht, ob das hier reicht. Moment. Ich dachte, das hier wäre der Innenhof. Dabei ist das der, geht's da zum Innenhof? Ich sehe mich manchmal nicht durch. So, hier bin ich im Innenhof. Nein! Das ist der Meuchelmörder! Entdeckung! Und er hat geschossen! Und daneben gehauen! Verdammt! Wenn er getroffen hätte, wäre das Spiel jetzt vorbei. Wie Dobbs mir gerade berichtete, hat man versucht, ihm den Gar auszumachen. Jo, der alte Mann hat mit der Puste auf mich gedrückt! Keine Ahnung, was ich hier sage. Allerdings, das hat man. Haben Sie den Angreifer erkennen können? Es war dunkel, es war nass, der Typ hatte eine Kutte an. Klar habe ich den erkannt. Leider nicht. Er griff mich von hinten an und verschwand sofort, als Dobbs mir zu Hilfe kam. Hat er was zu Ihnen gesagt? Ja. Kein Wort, aber als er flüchtete, lachte er. Er lachte? Klar, unheimliches Lachen gehört zum Serienkeller dazu. Ja, Inspektor, er lachte. Dobbs muss es auch gehört haben. Es war gespenstisch. Seltsam, oder? Das ist in der Tat ungewöhnlich.
Ich weiß wirklich noch nicht, was ich von der ganzen Sache hier zu halten habe. Übrigens ist Mr. Wennington vor einer Stunde hier eingetroffen. Er wartet in der Bibliothek auf Sie. Vor einer Stunde? Und da kommen Sie erst jetzt? Ah, dann werde ich Mr. Wellington mal einen Besuch abstatten. Machen Sie das, Jack. Ich darf doch Jack zu Ihnen sagen. Du kannst mich auch Eistee nennen. Natürlich, warum nicht, Sir? Das hier ist übrigens der Salon. Weil Salon. Ja, wie man es auch nennen mag. Aber eigentlich ist es ein Salon, weil... Ja. Schmeiß dich aufs Sofa. Sollst du nicht Pause machen? Du sollst dich hinsetzen, wenn du dich mit dem komischen Anwalt da unterhältst. Kann doch nicht. Auf in den Saloon. Mr. Welling. Ich brauche einen. Wer bin ich? Dann müssen Sie demnach auf jeden Fall ist es nicht die Bibliothek. Richtig? Und übrigens mal festgestellt, der Einzige, der ihn jetzt nicht kennt. Oh, Wunder. Das stimmt. Guten Abend, Sir. Ob das ein so guter Abend ist, sei mal dahingestellt. Nach dem, was ich bisher von Inspektor Snippet gehört habe, muss es hier auf der Insel zurzeit ziemlich gefährlich sein. So gefährlich jetzt, ist es jetzt auch nicht. Es wird auf einen geschossen, man wird vergiftet. Klingt wie ein normaler Tag in der Großstadt. Ja, das kann man wohl sagen, Sir. Nun gut. Wollen wir die Formalitäten hinter uns bringen, bevor diese schreckliche alte Dame wieder hier auftaucht? Oh ja, ganz schnell, bevor die Queen wieder auftaucht. Lady Everton? Sie haben mit ihr gesprochen? Gesprochen? Sie hat mich auf die unflätigste Weise beschimpft. Einen fadenschneidigen Rechtsverdreher hat sie mich genannt. Stellen Sie sich das vor. Einfach unmöglich, diese Person. Ja, ganz die feine Dame halt, ne? Das glaube ich Ihnen. Mir gegenüber war sie nicht viel freundlicher. Naja, lassen wir das Thema lieber ruhen. Nach dem tragischen Ableben meines verehrten Kollegen Mr. Pendergast fällt es nun mir zu, den letzten Willen von Lord Everton in die Tat umzusetzen. Ich werde jetzt damit beginnen, das Testament zu verlesen. Letzter Wille und Testament von Sir Charles Augustus Everton. Ich, Sir Charles Augustus Everton, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, vermache meinen gesamten Besitz und alles, was damit direkt oder indirekt zusammenhängt, meinem Patensohn Mr. Jack Ice, Sohn von Clarissa und Frederick Lancaster. Des Weiteren übertrage ich ihm mit dem mir durch die Krone verliehenen Recht den Titel eines Lords des englischen Königshauses. Des Weiteren verpflichte ich Mr. Jack Ice, ein jährliches Legat in Höhe von 600 Pfund Sterling zu gleichen Teilen an meine Schwester Lady Agatha Everton sowie an meine Nichte Audrey Everton und meinen Neffen Thomas Pinkett auszuzahlen. Des Weiteren verpflichte ich Mr. Ice dazu, das Schloss und die dazugehörigen Gebäude in ihrem Urzustand zu belassen und sie bei Bedarf instand setzen zu lassen. Abschließend möchte ich Mr. Ice für seine Zukunft auf Grays Manor noch Glück, Gesundheit und ein langes, erfülltes Leben wünschen. Gezeichnet Sir Charles August Everton. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Ice. Sie sind jetzt ein sehr reicher Mann. Danke, danke. Was Leben wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Schließlich wurde sogar schon auf ihn geschossen. Und ich kann es immer noch nicht fassen, dass das hier alles jetzt mir gehören soll, Sir. Mehr als das, Sir. Ihr aktuelles Vermögen beläuft sich zurzeit auf etwas mehr als 600.000 Pfund Sterling. Dazu kommt noch diverser Grundbesitz auf dem Festland und ein Ferienhaus in der Nähe von Luxor. Sie können mir also glauben, wenn ich sage, dass Sie mehr als nur reich sind. Unter uns gesagt, Sie sind wirklich stinkreich. Ich stinke nach Geld. Ich würde doch eher nach Luxor ziehen ins Ferienhaus, als in dieser Gammelputze hier zu verweilen, wo man, naja, höchstwahrscheinlich in jedem Moment umgebracht wird. Was mache ich denn jetzt? Was Sie machen sollen? Sie brauchen gar nichts zu machen, Mr. Ice. Genießen Sie Ihren Reichtum. Reisen Sie oder schlagen Sie sonst, wie die Zeit tut. Ich glaube, wenn Sie erst einmal ein wenig zur Ruhe gekommen sind, wird Ihnen schon etwas einfallen. Den restlichen Papierkram erledigen wir dann nächste Woche in meinem Büro in Land's End.
Ich brauche noch die eine oder andere Unterschrift von Ihnen. Jetzt lassen Sie mal den Kopf nicht hängen. Freuen Sie sich. Am besten gehen Sie erst einmal ein wenig an die frische Luft. Nicht, dass Sie mir hier noch zusammenklappen, mein junger Freund. Ob das ein Hinweis war? Ja, das wird wohl das Beste sein, Sir. Eine Frage noch, Sir. Kennen Sie die Bewohner der Insel eigentlich gut? Tut mir leid, Mr. Ice. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kenne die Leute hier nur vom Sehen. Wie Sie ja bereits wissen, war der verstorbene Lord ein Klient von Mr. Pendergast. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, keine Ursache, Mr. Ice. So. Jetzt wissen wir schon mal, wer hier reinpasst. Er ist Patenkind. Also, ja, ne? Kein ganz Unbekannter hier im Haus. Bloß er hatte keinen Plan. Siehe da, ein Ausrufezeichen. Was will es uns sagen? Ich weiß es schon, weil ich ja schon ein bisschen vorgespielt hatte. Wir haben ein Rätsel bekommen. Es tauchte einfach so in meinem schwarzen Baum auf. Nee, keine Ahnung, was ist das hier? In seinem Büchlein. Was du suchst, ist nun fort. Suche es an einem anderen Ort. Finde das Leuchtfeuer in der Nacht. Dorthin habe ich es zur Sicherheit verbracht. Na, wer kann das Rätsel lösen? Also ich habe ja schon mal so eine Idee. Die Frage ist immer noch, wie kommt dieses Rätsel in dieses Buch? Mysteriös. Hier gehen mysteriöse Dinge vor. Davon abgesehen sollte er eigentlich eine Bibliothek sein. Das hier ist nicht die Bibliothek. Moment, hatte ich ihn schon angeschaut eigentlich? Das ist Mr. Wellington, der Anwalt, der für den verstorbenen Mr. Pendergast eingesprungen ist. Ja, eingesprungen. Na, fass ihn das an. Das war auch 1923 schon strafbar. Oh, cool. Es ist 1923. Gut zu wissen, wusste ich noch gar nicht. 1923? Wann genau wurde das Telefon erfunden? Ich weiß es gar nicht. So, schon stehen wir wieder im Regen. Na, schießt noch wieder einer auf uns? Ah, sieh nicht da noch raus. Wieso wusste ich das? Einfach nur so. Siehst du, ich wollte ja noch erstmal was gucken. Was gucken wollte ich? Ich wollte nämlich. Jetzt benutzt diese Tür. Es ist ja rein mit dir. Draußen ist nass und kalt. Huch. Wer steht denn da? Es ist der Butler. Höchstwahrscheinlich hat er auf uns geschossen. Übrigens. Was ist das denn? Das soll wohl moderne Kunst sein. Nein, in Wirklichkeit soll es wohl ein Easter Egg sein. Na? Wer erkennt es? Ein ganz bekanntes Adventure. Ich verrate jetzt nicht welches. Huch. Sie ist. Ach, das er ist höchstwahrscheinlich vor ihr geflüchtet. Von hier aus kann ich den Leuchtturm sehen. Wer das Rätsel noch nicht geknackt hat, ich glaube, das ist ein Hinweis. Von hier aus kann ich den Leuchtturm sehen. Bin mal gespannt, wie ich da hinkomme. Ob ich jetzt wieder eine Viertelstunde die Klippe runterkraxeln darf. Ja, gut, das werden wir aber höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahme herausfinden. Da werde ich auch nochmal mit unserem tollen Auftragskeller hier sprechen. Das ist der Hitman bestimmt, ja, in Verkleidung. So, gut, also bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß bis dahin, ohne dieses Spiel. Ihr seid ja immer noch da, jetzt aber raus hier.